Ja, ich glaube doch, können wir machen. Und dann setzen wir hier noch. Zap, zap. Und vielleicht sogar, auch wenn das, ja, wir müssen mal gucken, wenn es dunkel wird. Wenn es dunkel wird, dann sehen wir ja, ob das quasi vielleicht ein bisschen zu hell wird. Ansonsten fände ich das so eigentlich gar nicht verkehrt. So, wir müssen hier den Boden noch reinlegen. Und ich überlege gerade, ob wir nicht hier runtergehen. Auf Slabs. Weil das günstiger ist. Aber erstmal hauen wir auf jeden Fall hier den Boden raus. Und das Stein kann ja weg. Das Ekolith brauchen wir eh. So. Und wir sind auch schon wieder hungrig. Das heißt, ich würde sagen, wir nehmen hier mal ein bisschen was von dem Schwein. Ich hoffe ja darauf, dass bald das Getreide fertig ist. Dann können wir ja Brot machen. Und mit Brot können wir Toast machen und mit Toast können wir Burger machen. Und Burger sind wesentlich nahrhafter, als das Fleisch einfach so in sich reinzustopfen. Deswegen, ey Alter, geh mir mit deiner Scheißsäge heute nicht auf den Sack. Das ist unglaublich. Da ist irgendeiner. Kaum als ich quasi gesagt habe, okay, was machst du? Nimmst du Minecraft auf, ne? Kaum habe ich das quasi so zu mir gesagt. Meine innere Stimme sprach zu mir und sagte: Hey du, nimm doch mal wieder Minecraft auf, ne? Weil gestern kam ja eh die letzte Folge. Also, was soll's, ne? Man nimmt's auf. So, und quasi just in dem Augenblick, als ich. Moment, muss gerade sowieso mal was gucken. Na, also just in dem Moment. Hallo? Just in dem Moment, wo ich mir dachte, nimmst du doch mal auf, ne? Nimmst du auf, alles kein Problem. Fängt da irgendeiner von den Nachbarn an und quält seitdem seine Säge. Das ist unglaublich. Ich hoffe, man hört es nicht allzu sehr auf der Aufnahme. Moment. So. Aber ich habe jetzt auch irgendwie keine Lust, das Fenster zuzumachen. Also ich hoffe einfach, dass man es nicht hört. Und wenn man es hört, dann kann ich auch nichts dran ändern. Ich höre es ja hier auch. So, auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Ich habe es vergessen. Ja, also gestern kam auf jeden Fall die letzte Folge raus. Ja, also wie gesagt, gestern kam die letzte Folge. Ich weiß gar nicht. Anderes Thema. So, auf jeden Fall habe ich gesehen gestern, als ich, also so, ja, jetzt wird ein Schuh draus. Auf jeden Fall habe ich gestern gesehen, als ich halt die letzte Folge so freigeschaltet habe, dass ich mittlerweile es geschafft habe, 20 Abonnenten auf meinen Kanal zu bringen. Und das fand ich, ja, erstaunlich klingt jetzt irgendwie so ein bisschen, als hätte ich es nicht erwartet, irgendwie so. Aber man hat ja, wenn man ja irgendwie anfängt, Videos zu machen, dann ist das ja. Dann will man ja auch, dass Leute das sehen. Und deswegen wäre es jetzt blöd zu sagen, ich habe das nicht erwartet, dass Leute meinen Kanal abonnieren, weil ich habe es ja erwartet, weil sonst hätte ich es ja auch irgendwie, ne, also es macht ja auch irgendwo doch nur Spaß, wenn Leute doch da sind, die es sehen, ne? So, auch wenn keiner davon irgendwie kommentiert. Das ist anderes Thema, aber es schauen sich Leute an. Ob das denen nicht gefällt oder nicht, das weiß man ja dann meistens gar nicht. Bei 20 Abonnenten ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeiner mal ein Like oder von mir aus auch Dislike-Button drückt, ist ja dann doch sehr, sehr gering. Und, aber wie gesagt, kurzum, 20 Abonnenten, ich war, ja doch, es hat mich doch so ein bisschen, es hat mich eigentlich sehr gefreut, das zu sehen. Also es war schon, ja doch, doch, muss ich sagen, fand ich gut. Ne? So. Und deswegen dachte ich mir, wenn du jetzt heute aufnimmst, dann sag doch eigentlich einfach mal Danke. Ne? Und deswegen wollte ich an dieser Stelle einfach mich mal bei den Leuten bedanken, die diesen Kanal abonniert haben und auch vielleicht an die, die ihn noch abonnieren möchten, wollen oder im Laufe der Zeit abonnieren werden, weiß es ja nicht. Und auch danke an all die, die regelmäßig die Videos schauen, also die mich nicht nur abonniert haben, sondern das auch. Schauen, ne? Weil es gibt ja quasi bei diesen, ja, ich nenne es jetzt mal bei den kleineren Channels, so wie meiner hier einer ist, gibt es ja quasi immer dieses, ne, du abonnierst mich, ich abonniere dich und am Ende schaut keiner die Videos vom jeweils anderen.
das kenne ich ja, ne? Also es sind ja immer in Kommentaren, was ich auch mag, ne? Also es ist jetzt nicht, dass ich mich da jetzt irgendwie darüber beschweren möchte, irgendwie groß, nein. Es ist ja auch, finde ich, okay, legitim und auch sehr schön, dass man sich halt so unterstützt, nur so gegenseitig, ne? Ich finde es halt immer nur dann, so. Was war jetzt irgendwie gerade abgelenkt worden? So, auf jeden Fall weiß ich jetzt auch nicht, wie viele von diesen 20 Abonnenten, die ich da habe, tatsächlich jetzt auch meine Videos schauen. Na klar, es gibt Views, aber Views sind ja auch, da sind ja auch die Leute dabei, die meinen Kanal nicht abonniert haben, ne? Insofern kann man das nicht immer so genau differenzieren. Klar, ich habe da so ein bisschen, ist ja Analytics noch mit dabei, aber was soll ich sagen, so intensiv werte ich das nicht aus. Was man allerdings sagen kann und was mich tatsächlich so ein bisschen auch überrascht hat, muss ich ganz ehrlich gestehen, ist die Tatsache, dass Minecraft weniger Klicks und Views bekommt bekommen hat, als Siedler bekommen hat. Also die Siedler 7 habe ich ja über 100 Videos zu gemacht und werde ich hoffentlich auch bald wieder Videos machen können. Windows 7 Lizenz ist quasi auf dem Weg und es steht quasi bald der Installation von Windows 7 nichts mehr im Wege. Eigentlich sollte das Paket heute kommen, aber ja, irgendwo wartet es dann doch lieber bis morgen. Auf jeden Fall, wie gesagt, ist unterwegs. Siedler 7 kann somit quasi bald dann auch wieder aufgenommen werden. Wollte ich aber jetzt eigentlich gar nicht darauf hinaus. Sondern worauf ich hinaus wollte, ist die Tatsache, dass, wie gesagt, das Minecraft, das fand ich jetzt so ein bisschen erstaunlich, Minecraft weniger geklickt wird als die Siedler 7. So. Und was mich halt daran überrascht, ist halt quasi, dass ja Minecraft ist ja mega gehypt, ne? Oder immer noch, ne? Das ist ja, ich weiß gar nicht, ich hatte zwischendrin irgendwann mal nachgelassen, ich habe keine Ahnung. Ne? Minecraft ist ja quasi sowas. Gibt es einen Let's Player, der es nicht gespielt hat? Ja, wahrscheinlich diese ganzen Konsolen-Let's Players, die hier, wie heißt es? Nintendo, ne? Ja, Nintendo. Let's Playen, also hier Zelda, ne? Und so weiter und so fort. Wobei, da habe ich auch festgestellt, es gibt irgendwie so ein paar Let's Plays oder Spiele vielmehr, es geht ja mehr um die Spiele, die jeder Let's Player irgendwann mal in seiner Karriere sozusagen mal Let's Playen muss. Ne? Dazu gehört zum Beispiel, wenn man jetzt quasi die PC-Spiele Let's Playt oder auch Konsole, weil es gibt ja, Minecraft gibt es ja auch durchaus für die Konsole und jetzt sehe ich nichts mehr, weil die Sonne doof steht und es dunkel wird in Minecraft, also in-game. Also wie gesagt, es gibt so ein paar Spiele, habe ich festgestellt, die irgendwie jeder mal Let's Playt hat, ne? Wobei das halt auch ein bisschen immer von dem jeweiligen Schwerpunktgenre, nenne ich es mal, des jeweiligen Let's Players abhängt. Zum Beispiel gibt es halt bei denen, die halt quasi mehr so Shooter spielen und so weiter, gibt es halt so ein paar, die halt jeder irgendwie mal gespielt hat, zum Beispiel CSGO, ne? Oder Call of Duty, ne? Das sind auch so ein paar Namen, die hat auch quasi jeder, der irgendwie Shooter-Let's Plays macht, hat irgendwie mal irgendeins, ne, bei Call of Duty gibt es ja auch wie Sander mehr, irgendeins davon Let's Played. Und so ist es halt quasi bei all denen, die jetzt zum Beispiel so, ja, wir nehmen es jetzt mal vorsichtig, so wie ich, ne, so ne, Point-and-Click-Adventures oder so diese Strategiespiele und so weiter und so fort spielen. Da ist halt sehr häufig auch irgendwo mal ein Minecraft-Let's Play gewesen. Entweder man hat es Let's Played oder man Let's Played es regelmäßig oder so weiter und so fort. Und das fand ich schon interessant, bei so diese, das zu beobachten, ne? Dass es halt so ein paar Spiele gibt, die tatsächlich immer Let's Played werden müssen irgendwie. Das ist quasi fast schon, ja, man kann schon fast sagen, wie so ein Zwang vielleicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, es gibt so ein paar Let's Plays, die muss halt jeder irgendwie mal gemacht haben, ne? Und Minecraft ist halt quasi so ein Beispiel dafür. Und was mich halt so überrascht hat, ist quasi, dass halt, ja, wie kam ich jetzt eigentlich gerade drauf? Also Minecraft-Hype, so, ne? Minecraft wird ja immer noch sehr gehypt, vor allem so mit diesem Modpad, was ja auch, Mod, lernen, reden,
dieses Modpack Live in Swords, was auch ziemlich geil ist, also muss ich ganz sagen, ehrlich sagen. Auch wenn es quasi ja nur so eine Zusammenstellung von Mods ist, die es ja quasi schon gab oder halt gibt, ne, gibt es ja immer noch, ist es allerdings so in der Kombination, ne? Also die Zusammenstellung dieser Mods ist halt schon ziemlich, ziemlich, ziemlich geil, ne? Das muss man einfach sagen und Hut ab an die oder denjenigen, der es halt gemacht hat. Ich hab's nachgelesen, aber ich hab's wieder vergessen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Aber Link ist unten in der Videobeschreibung, wie zu allen. Nein, scheiße. Wie zu allen Mods, die ich ja gerade hier irgendwie so. Nein, ich hab. Ja, es läuft aber. So. Konzentration. Es ist, wie gesagt, Link ist unten in der Videobeschreibung, wie zu allen Mods, die ich hier zusätzlich noch rein installiert habe. Namentlich vor allen Dingen halt Bildcraft, dieses für Lagerraumsysteme mit den Rohren und so weiter und so fort, das wir da, denke ich, auch hoffentlich bald irgendwann mal nutzen werden, um ein Lagerhaus zu errichten. Auf jeden Fall, das habe ich da zusätzlich drin und was habe ich noch zusätzlich drin? Noch irgendeins. Schaut unten in der Videobeschreibung nach, da steht es irgendwo unter verwendete Mods, da steht es drin. Da ist auch quasi der Link zu den jeweiligen Seiten dabei. Sollte davon irgendwas nicht funktionieren, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare und ich werde versuchen, das zeitnah zu reparieren. Natürlich ist unten auch in der Videobeschreibung der Link zum Mojang und oder Mojang oder wie auch immer man es jetzt aussprechen möchte. Und zu Microsoft, ne, dem gehört ja jetzt mal Minecraft, beziehungsweise Mojang gehört ja jetzt zu Microsoft, da gibt es auch einen Link unten in der Videobeschreibung, wobei das eigentlich, glaube ich, fast schon unnötig ist, weil wer kennt Microsoft nicht? Auf jeden Fall habe ich es unten alles in die Videobeschreibung reingepackt. Da könnt ihr dann einfach vorbeigehen und da steht alles, was man wissen muss. So, dann bin ich jetzt diese Werbeblock drin, hatte auf jeden Fall wieder zurück zum eigentlichen Thema. Weil das eigentliche Thema war ja, dass es mich überrascht hatte, dass Minecraft weniger Klicks und Views hatte als die Siedler 7. So, es hatte mich halt wie gesagt deshalb überrascht, es gefällt mir irgendwie noch nicht. Hier die Ecken gefallen mir irgendwie nicht. Ich möchte das irgendwie. Sieht irgendwie scheiße aus. Ich glaube, wir müssen das auch dann hier so ein bisschen mit diesen Carpentern Treppen machen, glaube ich. Das sieht dann, glaube ich, besser aus. So, machen wir das halt nochmal weg. Neuer Versuch. Wie gesagt, es hat mich überrascht, dass Minecraft insgesamt weniger Views bekommt als die Siedler 7. So. Aber wie gesagt, ich denke, das hat was natürlich auch damit zu tun, dass es natürlich bei Minecraft, wie gesagt, das ist ja sehr gehypt, die Auswahl natürlich auch relativ groß ist. Ne? Es gibt halt auch sehr viele große Let's Player, die halt Minecraft spielen. Ne? Zum Beispiel Gronkh oder Unge oder weiß gar nicht, Dena. Ich kenne mich da, muss ich ganz ehrlich gestehen, außer Gronkh, Sarazar und all die halt zu Gronkh TV gehören, kenne ich mich bei den Let's Playern ganz ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig gut aus. Ja, ich kenne so ein paar vom Namen her. Ich habe auch, glaube ich, mal bei vielen schon mal ein Video gesehen oder ein paar mehr. Ich weiß es nicht, aber ich habe es tatsächlich nie so intensiv geschaut. Und ich bin auch kein großer Fan von jetzt Unge oder so. Nicht, dass ich da jetzt, nicht, dass man das irgendwie falsch versteht. Ich möchte das jetzt nicht haten, aber ich glaube, ich gehöre auch einfach nicht in seine Zielgruppe. Das muss ich, glaube ich, hier einfach auch mal so hinstellen. Ne? Es ist halt wie bei Dena oder so weiter. Die zielen halt einfach auch auf eine wesentlich jüngere Zielgruppe ab. Ne? Und das ist auch okay. Das kann man ja auch machen. Und da darf ja auch dann jeder davon halten, was er möchte. Also auf jeden Fall, ich denke, ich bin da einfach aus der Zielgruppe raus. So. Aber wie zu zurück. Auf jeden Fall, alle spielen ja alle Minecraft. Und da sollte man ja eigentlich, ne, also so in der naiven Vorstellung, sollte man ja eigentlich davon ausgehen, dass es deshalb viele nach
Minecraft-Videos suchen, ne? Weil das Minecraft halt quasi viel auch präsent ist. Allerdings, wie gesagt, halt nicht so, dass man quasi als jemand, der quasi